Wundersame Dinge gehen im hohen Norden vor sich. Gestatten? König Helge der Erste. Und Matthias? Der muss heute im britischen Luxuskreuzer royalen Frondienst leisten. Dieses Auto ist einfach eine Sänfte. Wenn er sich da nicht wohlfühlt, dann weiß ich es auch nicht. Sie verstehen nur Bahnhof? Des Rätsels Lösung trug sich vor ein paar Wochen zu, als es Helge gelang, zum ersten Mal Grip-König zu werden. Matthias wurde nur Zweiter. Und der rückt heute mit einem Bentley Mulsanne an. Jetzt muss ich einen Tag lang das tun, was der Helge sagt. Das ist wirklich eine Erniedrigung sondergleichen. Also ich meine, der Det war auch schon mal König, hat sich nichts ausgedacht. Ich war auch schon mal König, habe mir sowas auch nicht rausgenommen. Aber es war klar, dass der Helge wieder irgendwas Besonderes machen muss, ne? Sonnenklar. Vor allem, wenn man, wie Helge, in einem Ort mit diesem Namen residiert. Das glaube ich nicht. Der Ort heißt auch noch wirklich Königreich, oder was? Der spinnt doch, das hat er sich doch ausgedacht. Hat er nicht. Königreich, Postleitzahl 21635, direkt am Deich. Na, Helge? Fühlt sich wohl, oder? Natürlich. Ja. Kleiderordnung. Ich hab dir was mitgebracht, extra für dich, warte. Ich hab mir eine richtige Chauffeursmütze besorgt für dich, du Idiot. Hervorragend. Ich bin soweit. Ja, komm runter. Ja, darf ich bitten? Soll ich dich runterholen oder was? Na, komm her. Du kannst doch alleine da runter. Ja, ich betrete doch nicht den Rasen, den du nicht vorher gesichert hast. Wenn das jetzt den ganzen Tag so geht, ne? Dann raste ich aus. Ich begrüße meine Untergebenen persönlich. Wir werden viel Spaß haben. Ich sitze hinten. Ich werde vor allem viel Spaß haben heute. Mach mir die Tür auf, ich bin soweit. Ja, Vorsicht, Vorsicht. Halt! Liebe der König. So sieht's aus. Genau, ich liebe der König, und zwar der König von Grip. Sitzen Sie bequem? Perfekt. Tür zu. Ja, natürlich. Arschloch. An diesem besonderen Tag muss es natürlich Automobile Upper Class sein. Dafür ist der Bentley Mulsanne des Königs erste Wahl. Sänftenartig schwebt der Monarch durch sein Reich. So, während wir also jetzt hier durchs Dorf repräsentieren, kann ich mich ja mal ein bisschen mal mit der Droschke vertraut machen. Ja, mach doch mal. Da habe ich eine Sitzverstellung. Als erstes brauche ich immer ein bisschen mehr Platz. So. Der König macht sich's bequem. Beifahrersitz brauchst du ja nicht. Den kannst du von da hinten verstellen, oder was? Ja. Das gefällt ihm bestimmt. Ne? Definitiv kein Auto fürs Volk. Wer einen Mulsanne will, muss 292.000 Euro anlegen. Mit der Überdosis Luxus an Bord kostet dieser hier über 352.000. Massagesitze, Doppelverglasung, edle Hölzer und ein 2.200 Watt Soundsystem. Der Mulsanne ist eine rollende Präsidentensuite. Und das Beste? Selbstfahren macht richtig Spaß. Wäre da nicht... Genau. Wäre da nicht Helge. In welchem Geschwindigkeitsbereich halten wir uns zurzeit auf? 90 fahren wir jetzt gerade. Wo 100 ist, darf auch 100 gefahren werden. Matthias kocht innerlich. Ob er Helges Spielchen wirklich bis zum Ende mitmacht. So, jetzt kannst du mal den Trecker da überholen oder was? Das soll ich jetzt in diesem Mief hin und her fahren? Ich habe die Klimaanlage aus. Ja, das geht jetzt nicht. Dich so, nimmt sowieso keiner so, ernst. Ja, was? Hier, und wenn da ein Trecker fährt, dann fährt er. Das tut weh! Den überholst du jetzt einfach mal. Was soll denn eigentlich diese bescheuerte Klatsche? Das ist mein Zepter. Jeder König braucht natürlich ein Zepter. Und eine Fliegenklatsche ist ideal, wenn die fliegen und nichts anderes ist, Matthias, in dem Fall, die einfach um mich rumwuseln. Wenn die nicht reagieren, dann gibt's einen auf den Kopf. So. Große Sprüche vom Grip-König. Zeigen sich da nach gefühlten 10 Kilometern im Bentley etwa schon die ersten Anflüge royalen Größenwahns? Plötzlich entdeckt der King argloses Radvolk am Straßenrand. Haben Sie auch die Kurtaxe bezahlt? Für die Durchfahrt durchs Königreich? Haben Sie bezahlt? Zollamt ist abgebaut. Das Zollamt ist abgebaut. Da muss ich mich sofort kümmern. Das kann aber nicht wahr sein. So, Zollamt bitte. Zum Glück vergisst Helge der Große das mit dem Zollamt gleich wieder, als Matthias mit dem 2,5-Tonner einen ersten kleinen Zwischensprint hinlegt. Das stößt beim Herrscher Helge auf reges Interesse. Jetzt mal Haube auf, bitte.
Haube mal auf? Ja. Sehr gerne. Ich möchte auch mal sehen, mit was die Droschke hier unterwegs ist. Ey, pass auf mit dem Lack. Haube auf. Ja, mach ich doch. Ach, herrlich. Königlicher Motor. V8. Wie viel Hubraum? 6 3/4 Liter. 6 3/4. Und wie viel PS waren das nochmal? 512 PS. Ja, da sollte einiges gehen. 300, ist das machbar? Das kommt auf den Verkehr drauf an, Helge. Kommt auf den Verkehr drauf an. Wir haben 3 Spuren. Standstreifen, rechte Spur, Überholspur. Genau. Ist das machbar, ja oder nein? Ist das machbar? Hör auf, mich zu hauen. Ist das jetzt machbar, dass ich eine 3 vorne aufs Tacho kriege? Du sollst auch für mich zu hauen. Ich habe eine Frage gestellt. Ja, wahrscheinlich schon. Auf dem Tacho 300 wahrscheinlich geht. Wahrscheinlich wenig, ja oder nein? Auf dem Tacho 300 geht. Okay, das wollte ich wissen. Danke, Haube zu. Matthias muss tun, was Helge will, auch wenn er jetzt schon gehörig genervt ist. Sag mal, kannst du mal die Tür aufmachen? Du kannst doch wohl einmal selber da einsteigen. Ja, dann kann ich doch gleich selber fahren. Ja, Alter. Das gibt's doch nicht. Soll das jetzt die ganze Zeit so weitergehen, oder was? Bist du jetzt mein Chauffeur oder nicht? Mach doch selber sauber, steig doch selber ein. Dann gib doch gleich den Zündschlüssel. Ja, also, geht doch. Los. So, jetzt wird er langsam komplett größenwahnsinnig, ne? Immer dieses Tür aufhalten, ey, was soll denn das? Einmal ist ja okay, aber die ganze Zeit? So, dann aber auf die Autobahn, ne? Hab ich hier irgendwas von Abbiegen gesagt? Fahr mal bitte geradeaus, bevor du hier auf Hochgeschwindigkeit gehst, brauche ich ein Getränk. Ein Getränk möchte der Herr, ja? Ja. Schön. Ich möchte, dass du jetzt an der Tankstelle rausfährst und mir ein König Pilsner holst. Oh Gott. Das ist aber klar, oder nicht? Ja, natürlich kriegt er einen König Pilsner. Ja, dann kommen wir nicht ohne wieder. Adel verpflichtet und dazu gehört es offenbar auch, die Untergebenen springen zu lassen. So, während Matthias meine Bestellung bearbeitet, klappe ich schon mal mein Edelholztischchen auf. Langsam aber sicher fühlt sich Helge in seiner Rolle richtig wohl. So, mein lieber König, dein Bier? Oh, herrlich. Deine Schokolade. Dankeschön. Hat aber ganz schön lange gedauert. Boah, Wahnsinn, nervst du mich, ey. Auf zum Geschwindigkeitstest. Der mächtige V8 schiebt bei Bedarf richtig an. Laut Herstellerangabe in 5,3 Sekunden von 0 auf 100. V-Max knapp 300 Sachen. Einmal Gas geben, bitte. Ist hier frei? Alles, was drin ist. Okay. 100, 120, 130, 140, 150, 160. Immer noch beschleunigt. 170. Oh. Beschleunigt immer noch. 200. Immer noch Beschleunigung. 210. 220. 230. 240. 250. 260. 270. Ja. 280. Ich dachte, das wäre eine Karte hier gewesen. 290. Jetzt, mein lieber König, haben wir 300 auf dem Tacho. Okay, dann fahren wir geradeaus. So, mein Bier steht ruhig. Herzlichen Glückwunsch, so gefällt mir das. Exakt gemessen sind es zwar nur 296, Helge ist dennoch schwer beeindruckt. So stressfrei bin ich noch nie 300 gefahren. Du bist doch vorher noch nie 300 gefahren. Alter, hast du eine Ahnung, was ich schon alles gefahren bin? Nee, ich bin noch nie 300 gefahren. Erste Mal? Ja. Geil, du bist im Club, Alter. Glückwunsch. Wobei ich aber auch sagen muss, dass man von diesen 300 gar nicht so viel merkt. Ja, das ist ja das Geheimnis an so einer Luxuslimousine. Ja. Der Mulsanner, der bügelt das alles weg, ne? Egal, ob das Bodenwellen sind oder Windgeräusche. Es gibt einfach nichts, was dich hier irgendwie ablenken soll. Das Experiment geht weiter. Zieht Matthias das durch oder wirft er vorzeitig das Handtuch? Die Nervenprobe geht in eine neue Runde. Helge möchte, nein, er will, dass der Bentley blitzblank ist. Das Knifflige dabei? Der rollende Palast auf 20 Zoll Felgen passt gerade so in eine normale Waschanlage. Setz die Mütze auf, verdammt normal! Na also. Helge will, dass ich außerhalb des Fahrzeugs die Mütze trage. Auch wenn's schwer fällt, lächeln, Matthias. Jetzt hast du ja wenigstens mal 3 Minuten Ruhe. Allerdings ist auch klar,
Helge hat überhaupt nicht vor, mit der Nerverei aufzuhören. Matthias! Ist hier alles in Ordnung? Ja, ist alles perfekt. Der macht vorne das Ding sauber. King Helge wird jetzt richtig ungemütlich. Matthias schämt sich. Chef! Das ist ganz wichtig da unten. Mulsan, das muss glänzen. Genau. Respektlosigkeit gewinnt. Der Bentley ist wieder sauber. Und Helge? Der ist jetzt endgültig in seiner eigenen Welt angekommen. Matthias? Was? Hör auf mit dieser Klatsche. Der König hat Hunger. Ja. Was willst du essen? Ich möchte im Auto essen. Ich habe alles, was ich brauche, nur die Nahrung noch nicht. Aber du saust mir doch alles voll dann. Nein, ich sau dir gar nichts voll. Wir fahren Drive-In. Natürlich kommt da nur eine Restaurantkette in Betracht. Matthias Aufgabe? Oberpeinlich. Du bestellst mir jetzt bitte einmal alles, was den Namen King im Namen hat. Bist du wahnsinnig? Das nicht, aber kurz davor. Ich möchte alles einzeln, was King im Namen hat. Ja, guten Tag. Ich hätte gerne, ich zähl's Ihnen auf, ich hätte gerne einen Big King. Ein Big King XXL, King Nuggets, King Pommes, King Wings noch. Dann hätte ich gerne einen King Shake und dann hätte ich gerne noch einen King Sunday. Haben wir schon einmal King Pommes? Einmal noch? Nee, haben Sie das schon einmal? Ja, einmal im Kleinen. Dann war es das jetzt. Danke. Danke. Welcher Schalter? Schalter 4 für bescheuerte Bestellung. Ja, ich komme. Lange macht Matthias das nicht mehr mit. Hier, hast du schon mal das? Gib mir die Quittung. Denn das Gemeinste kommt noch. Während Helge die königliche Wampe füttert, wird auch Matthias hungrig. Und bei Hunger hört für den Grip-Testfahrer der Spaß auf. Kein Witz. Helge, ich habe so einen dermaßen Hunger. Kannst du mir bitte was abgeben? Warum? Weil ich Hunger habe. Ja, du hast hier einen Job zu erledigen. Ich habe ihn wirklich, wirklich freundlich gefragt, Helge, ich habe richtig Hunger, kannst du mir bitte ein bisschen was davon abgeben? Er hat gesagt, nö, du kannst vielleicht was haben, wenn ich fertig bin. Dann war er fertig, hat er aber alles aufgegessen. Matthias ist kurz vorm Explodieren. Wirft er jetzt das Handtuch? Was machst du denn da? Oh, ich musste kurz bremsen, Helge. Matthias gibt Gas und hat Spaß. Denn der 5,50 Meter lange Mulsanne lässt sich auch recht sportlich bewegen. Matthias findet super. Dem König gefällt das gar nicht. Oh, oh. Angesichts dieser kleinen Palastrevolution verliert Ihre Majestät die Kontenance. Was willst du denn? Was willst du? Was denn? Weißt du was? Mir ist schlecht geworden. Ich wollte da hinten essen. Du fährst wie ein Henker. Und wo ist überhaupt deine Mütze? Da vorne drin. Ja, setz auf. Wieso? Ja, weil ich das möchte. Weil das dazugehört. Wie siehst du aus? Lass mal bitte die Mütze auf jetzt. Das ist hier Achterbahn. Ich zahle dir das irgendwann heim. Und zwar alles. Na also. So, was jetzt? Dienstvorschriftskleider. Gut, ab an Steuer. Ich möchte jetzt ein bisschen mich amüsieren. Der König möchte sich amüsieren. Ist das zu viel verlangt? Hamburg, große Freiheit, Reeperbahn. Matthias hat den Großteil des Tages überstanden. Aber das war lange noch nicht alles. Helge fühlt sich einsam. Ladies! Hallo. Hier in meinem Königreich. Wer möchte eine Runde mitfahren? Wir sind nicht fremd, wir sind hier die Könige der Reeperbahn. Wollt ihr mit? Wir müssen leider weiter. Nein, ihr müsst überhaupt nicht weiter. Wir müssen jetzt zum Konzert. Zum Konzert? Ja, direkt hier in der Nähe. Ich habe den besten Chauffeur der Welt. Ich bin der König, ich fahre euch hin. Ja, cool. Steigt ein. Machst du den Damen mal bitte die Tür auf? Ja, aber natürlich. Matthias bleibt heute nichts erspart. Wo befindet sich dieses herrschaftliche Konzert? Das ist mir auch geil. Das heißt eigentlich Bühne an der Reeperbahn. Also müsste das ja wohl irgendwo hier sein. Bühne an der Reeperbahn. Ich finde das schon. Ich kann auch mal die Rennleitung hier fragen. Officer, guten Tag. Wir möchten ein paar Damen zum Konzert Bühne an der Reeperbahn fahren. Wo ist das? Die Reeperbahn ist ja hier vorne. Ja, das weiß ich. Ich bin der König. Ich kenne mich ja hier aus. Wie heißt das? Bühne an der Reeperbahn. Bühne an der Reeperbahn. Kirchentag. Hier jetzt nächste rechts und dann hinten über Spielbuchplatz, dann links. Okay, was machen? Kriegen wir eine Polizeieskorte? Nee. Schade, okay. Angenehmen Tag. Seid ihr denn schon mal in so einem Auto gefahren, Mädels? Nee. Und wie fühlt sich das an? Ja, ganz ehrlich.
Tag. Es ist ein Bentley Mulsanne. Ich weiß nicht, ich bin schon mal Porsche gefahren, aber ich weiß nicht, ob du das vergleichen kann. Ein Porsche kostet ungefähr ein Drittel von dem, was der hier kostet. Gut, dann nicht. Ja. Ja, schickes Auto. Der Motor des Mulsanne ist ein Kraftwerk. Ein kurzer Stoß aufs Gaspedal wird sofort mit extremem Vorschub quittiert. Ach du Scheiße. Oh, Mann. Ja, die königliche Droschke, ne? Die ist. Oh Gott, das Gefühl gerade, ne? Matthias, ich möchte, dass du direkt vor die Bühne fährst. Wie soll ich das denn machen? Ja, das erkläre ich dir. So, jetzt fährst du hier rechts rein. Da darf ich nicht reinfahren. Das ist mir egal, du fährst da jetzt einfach rein. Das hat mich sehr gefreut. Ebenso, ich wünsche euch ein schönes Konzert. Dankeschön. Ich muss noch warten, bis die Tür Tschüss. So, die Damen. Wunderschönen Tag noch. Ja, hat mich gefreut. Tschüss. Können wir jetzt endlich weiterfahren? Mach die Tür zu. Natürlich können wir weiterfahren. Matthias hat die Nase gestrichen voll. Doch so einfach kommt er aus diesem Job nicht raus. Die Gunst des Königs ist gefragt. Ja gut, dann können wir jetzt Feierabend machen, oder? Feierabend? Mir gefällt das gut, wir machen so weiter. Der Tag ist noch nicht vorbei. Ich habe jetzt echt langsam keinen Bock mehr. Ja, du hast ja jetzt wirklich deinen Spaß gehabt. Ich habe alles gemacht, was du gesagt hast. Das war der Deal. Ja, und jetzt? Ich muss dir einen Tag lang dienen. Ja. Und ich habe dir einen Tag lang gedient. Jetzt ist 17 Uhr, jetzt ist langsam Feierabend. Feierabend ist, wenn ich das sage. Also mir gefällt das gerade ganz gut. Pass auf. Und hör genau zu, das passiert nämlich nur einmal während meiner Regierungszeit. Du hast einen Wunsch frei. Ich habe einen Wunsch frei? Du hast einen Wunsch frei. Großer Fehler. Okay. Ich möchte, dass du hier aussteigst. Wie bitte? Ich will, dass du hier aussteigst. Das ist mein Wunsch. Das ist dein Wunsch? Tschüss. Das ist mein Wunsch, Helge. Ich halte es nicht aus. Nein, ey, das glaube ich ja wohl jetzt nicht, oder was? Ich glaub's nicht. Tja, Helge, Hochmut kommt eben vor dem Fall. Und schon heißt es wieder Linie 20 statt Bentley Mulsanne.